Es war eine kühle Herbstnacht, etwa 1.30 Uhr. Alles war dunkel und ruhig auf der abgelegenen Bray Road, die Highway 11 und County Road NN verbindet. Lori fuhr von ihrer Arbeit als Managerin der Elkhorn Lodge nach Hause und da sah sie etwas Seltsames. Am Straßenrand kniete eine dunkelbraungraue Gestalt mit dem Rücken zu ihr. Einzig ihre kurzen, spitzen Ohren stachen hervor. Als Lori näher kam, drehte sie sich um und zeigte ihr seltsam hundeartiges Gesicht. Die Ellbogen waren nach oben und die Krallen zeigten nach außen, also wusste sie, dass sie Krallen hatte. Später sagte sie, sie erinnere sich an die langen Krallen, die anscheinend ein überfahrenes Tier festhielten, und an die Augen, die das Licht ihrer Scheinwerfer reflektierten. Es schien 1,70 Meter groß und 78 Kilogramm schwer zu sein, soweit sie es auf den ersten Blick erkennen konnte. Aber anders als die meisten wilden Tiere rannte dieses hundeartige Wesen nicht weg, sondern schaute ihr direkt in die Augen. Lori fuhr los. Sie hatte das Gefühl, es sei so menschlich, dass in diesen Augen keine Spur eines wilden Tieres zu spüren war. Bis heute glaubt sie, es sei satanisch. Sie hatte das Gefühl, es sei das pure Böse. Sie glaubt nicht wirklich an Werwölfe, an sich, aber sie glaubt, dass etwas heraufbeschworen werden könnte. Ihre Großmutter war sehr religiös und Oma glaubte auch daran. Irgendwann später ging Lori zur Tierkontrolle des Walworth County, um ihre Geschichte zu melden. Und ihre Geschichte war eine der ersten, die in den Manila-Umschlag des Tierkontrolleurs John Fredrickson mit der Aufschrift Werwolf gelangte und wo die erste von vielen Sichtungen des Biests von Bray Road gesammelt wurde.